Ja, und bei mir ist Katja Suding, stellvertretende Parteivorsitzende der Bundes-FDP und in Hamburg in der Bürgerschaft die Fraktionsvorsitzende der FDP. Wir blicken jetzt gemeinsam mal 2,5 Jahre zurück. Hier, Dezember 2013, da war schon mal ein FDP-Parteitag hier. Da war die Partei, glaube ich, da tue ich Ihnen nicht weh, wenn ich sage, völlig am Ende, völlig am Boden, keine Zukunft mehr. Dann wurde hier Christian Lindner zum Parteichef gewählt. Und die Situation, die sieht jetzt doch schon mal wieder ganz anders aus. Es ist eine ganz andere Situation. Natürlich war die Zeit nach der verlorenen Bundestagswahl für uns sehr, sehr schwer. Wir sind mit viel Spott und Häme überschüttet worden. Wir haben dann aber, und ich glaube, das war ganz wichtig, uns wirklich die Zeit genommen, um uns als Freie Demokraten darauf zu besinnen, was uns eigentlich ausmacht. Und natürlich haben wir festgestellt, dass es viel mehr ist als nur das Thema Steuervereinfachung, Steuersenkung. Es geht eben auch darum, dass wir uns für den Schutz von Bürger- und Freiheitsrechten einsetzen. Es geht um den Abbau von Bürokratie. Es geht uns darum, dass wir die soziale Marktwirtschaft stärken wollen, anstatt sie immer weiter durch Instrumente einzuschränken. Es geht uns natürlich um das Thema weltbeste Bildung. Das ist eines unserer Herzensthemen, weil wir jeden Einzelnen in die Lage versetzen wollen, durch eine wirklich gute Bildung auch die Chancen im Leben zu nutzen, die er oder sie dann auch hat. Ist noch gar nicht so lange her, dass es der FDP wieder besser geht. Die Wahl in Hamburg, das war im Februar 2015, das war die erste Wahl nach der Niederlage 2013, wo die FDP plötzlich wieder den Kopf erheben konnte, 7,4% Wiedereinzug in die Bürgerschaft unter ihrer Spitzenkandidatur. Viele Leute sagen, der entscheidende Unterschied zwischen damals und heute ist, dass die Partei ihre Themen einfach sympathischer rüberbringt, nicht mehr so kalt, nicht mehr so arrogant, nicht mehr so... ja, unsympathisch einfach. Ja, wir sind einmal natürlich in der Breite der Themen einfach besser geworden, machen das auch deutlicher. Und ich glaube, in Hamburg war es auch ganz entscheidend, dass wir wirklich die Themen, die die Menschen auch bewegt haben vor Ort in Hamburg, dass wir die auch mit den richtigen und sympathischen Köpfen präsentiert haben, die dann auch sichtbar waren. Wir haben eine Kampagne gefahren, die wirklich aufmerksamkeitsstark war. Wenn Sie in so einer Lage sind, wie wir es damals waren, dann müssen Sie erstmal auf sich aufmerksam machen, bevor Ihnen überhaupt jemand zuhört. Das ist uns in Hamburg auch mit Unterstützung der Bundespartei und auch der anderen Landesverbände sehr gut gelungen. Das war diese Kampagne, wo da die drei Frauen so nach vorne gerückt wurden. Sie, Lenke Wischhusen in Bremen und Angelika Beer, die Generalsekretärin der FDP. Wir haben vor allen Dingen natürlich die lokalen Themen in Hamburg gespielt. Es ging uns um den Hafen, es ging uns um den Verkehr, der in Hamburg mehr im Stau steht als alles andere. Es ging uns da um ein besseres Bildungssystem, um solide Haushalte. All das sind die Themen, die die Hamburger interessieren, die für sie wichtig sind. Und die haben wir eben ganz nach vorne gestellt. Zum unsympathischen Auftritt der FDP hat auch gehört, dass die Partei den Eindruck vermittelt hat, wir sind nur was für die Besserverdienenden, wir kämpfen um Steuersenkungen. Aber was haben eigentlich die kleinen Leute davon? Ist denn da die Partei jetzt vorangekommen? Warum soll denn einer, der wenig Geld hat, FDP wählen? Für mich war Liberalismus immer etwas, was sich besonders an den richtet, der eben noch einen weiten Weg vorhat, der es schaffen will. Wir freuen uns natürlich über jeden, der es schon geschafft hat, der erfolgreich ist im Leben, der viel Geld hat. Das ist alles wunderbar. Aber unser Herz schlägt doch für diejenigen, die sich noch auf den Weg machen, die auch die Unterstützung brauchen der Gesellschaft durch Bildung, durch einen Staat, der sie befördert, aber ihnen keine Steine in den Weg legt. Das ist das, was für mich persönlich ganz wichtig ist, aber auch für meine Parteifreunde. Also unser Herz schlägt für die, die noch was werden wollen. Gut, das müssen Sie aber jetzt am konkreten Thema mal belegen. Nehmen wir mal das Thema Rente. Viele Bürger haben Sorge vor Altersarmut im Alter. Da sagen SPD und CSU, okay, Rentenniveau anheben. Die FDP sagt reflexartig nein. Ja, wieso ist das was für die kleinen Leute? Weil es eben diejenigen belastet, das, was CDU und SPD vorhaben, die heute zwischen 30, 40 und 50 Jahren alt sind. Also diejenigen, die, wenn sie jetzt stärker belastet werden, damit die Rentner und bald Rentner mehr haben, später gar nichts mehr von ihrer Rente haben werden. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Und deswegen sagen wir, wir müssen das Rentensystem von Kopf auf die Füße stellen. Wir müssen dafür sorgen, dass es der Lebensrealität der heutigen Arbeitsbiografien, die wir vorfinden, auch gerecht wird. Wir brauchen auch eine Stärkung neben der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen und auch der privaten Vorsorge. Und da müssen wir noch eine ganze Menge tun. Aber einseitig jetzt die jüngeren Generationen zu belasten und sich damit Wählerstimmen zu kaufen, das ist definitiv der falsche Weg. Herzlichen Dank, Katja Suting.